5 Jahre lang war die organisierte Sterbehilfe in Deutschland verboten, strafrechtlich, bis dann 2020 das Bundesverfassungsgericht erklärte, es gibt ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Paragraph 217, das Sterbehilfeverbot, war mit sofortiger Wirkung gekippt. Und erst jetzt, erst in den kommenden Wochen, wird der Bundestag dann endlich neu befinden, wie Sterbehilfe bei uns eigentlich geregelt sein soll. Darüber will ich gleich diskutieren mit Sandra Martino von der Sterbehilfeorganisation Dignitas Deutschland, mit dem Schmerz- und Palliativarzt Dr. Norbert Schürmann und mit Marc Biadatz, der für die CDU im Bundestag sitzt. Bei uns sind weiterhin Stefan Röhrig, mit dem ich gerade gesprochen habe, der seine Tochter im Hospiz beim Sterben begleitet hat, und Martin Kessel. Seine Frau Stefanie hat in der Schweiz einen ärztlich assistierten Suizid begangen. Wir haben das vorhin in der Sendung gezeigt. Wenn ich mir die letzten 3 Tage angucke und die letzten 24 Stunden, was ich Schmerzen habe, was ich Qualen habe, unvorstellbar, nur zu sagen, ich möchte freiwillig eine Stunde länger als nötig so verbringen. Ich weiß, dass ich meinen Mann zurücklasse. Wir haben ja einen Abschied auf Raten gehabt, sukzessive. Ja. Mhm. Wir sind ja Step by Step da reingewachsen. Mhm. Das ist mein größtes Anliegen, dass ich jetzt sterben darf, in Frieden gehen darf, in Ruhe, ohne Schmerzen. Also eigentlich hat sie sogar gesagt, ihr könnt zu ihr. Herr Biadatz, Sie haben eben gesehen, welchen Weg die krebskranke Frau Kessel für sich gewählt hat. Was ging Ihnen dabei durch den Kopf? Auch ich musste erst mal durchatmen. Und ich fand es sehr berührend, wie offen sie damit umgegangen ist. Und auch mir als Politiker was mit auf die Reise gegeben hat. Mhm. Ich war vielleicht und bin vielleicht nicht genau Ihrer Meinung, aber ich glaube, es ist wichtig, erstens, dass man als Politiker genau das mitnimmt und dann auch in so einer Runde heute auch diskutiert. Wir werden gleich drüber sprechen. Ich will das aber schon mal klar machen. Sie wollen die Sterbehilfe unter hohen Hürden nur ermöglichen. So kann man das, glaube ich, sagen. Und das leiten Sie auch ab aus Ihrer eigenen Erfahrung. Ihr Vater verstarb 2006 an Lebermetastasen infolge einer Darmkrebserkrankung. Sie sagen selber, das haben Sie im Bundestag gesagt, die Schmerzen waren für ihn fast nicht zu ertragen. Mhm. Können Sie sich eigentlich vorstellen, dass er sich diesen Weg vielleicht auch gewünscht hätte? Haben Sie darüber mal gesprochen? Wir haben nicht darüber gesprochen, aber ich habe mir im Nachhinein natürlich die Gedanken gemacht, was wäre, wenn er genauso dieses Gespräch wie Frau Kessel mit mir geführt hätte, wie hätte ich reagiert? Und trotzdem glaube ich, dass auch in der Phase seines Leidens, und ich war auch nicht vorbereitet und mein Vater war auch nicht vorbereitet auf das Sterben, auch er war Anfänger, und ich bin froh, dass ich trotzdem diese Phase mit ihm zusammen erleben durfte. Und Sie haben nicht darüber geredet, warum er das eigentlich ertragen soll, wenn er selber sagt, die Schmerzen sind so fürchterlich? Er hat mir was auf den Weg mitgegeben. Er hat nach der ambulanten Chemotherapie, ist er noch in seine Kirche gegangen, hat eine Kerze angezündet und ist dann noch, danach noch ein Bier trinken gegangen. Das hat er mir gezeigt in dieser schweren Phase, die auch er hatte mit dieser Chemotherapie, dass sein Leben, auch wenn es nicht so ist, wie er sich es gewünscht hätte, trotzdem noch einen Wert hat und dass das Leben auch in dieser Phase im Mittelpunkt steht. Und deshalb hohe Hürden auch für alle anderen. Die müssen auch durch diese schmale Gasse und sollen die Schmerzen ertragen, statt Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen. Nein, wir wollen auch den assistierten Suizid, aber wir wollen die Prävention für den Suizid. Wir wollen den Menschen auch andere Möglichkeiten geben, Palliativmedizin. Wir wollen andere Wege auch aufzeigen und wir wollen auch, dass das Sterben selbstbestimmt ist und dass kein Druck entsteht. Und ich Diskussion glaube, darüber ist gleich eröffnet. Ja. Die Frage, unter welchen Umständen darf ein Mensch Sterbehilfe in Anspruch nehmen und wer darf ihm dabei helfen? Der Bundestag wird das in diesem Jahr neu regeln, denn seit 2020 ist eigentlich nur klar, ein Sterbehilfeverbot, wie es seit 2015 im Strafgesetzbuch stand, das gestattet das Grundgesetz gar nicht. Kai Posmick und Clemens Adomeit über den Stand der Dinge. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht umfasst ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Seit diesem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vor 3 Jahren ist Sterbehilfe prinzipiell legal. Jede und jeder hat damit auch das Recht, hierfür bei Dritten Hilfe zu suchen und, soweit sie angeboten wird, in Anspruch zu nehmen.
Die Politik muss die Sterbehilfe nun gesetzlich neu regeln. Ein Teil der Bundestagsabgeordneten will diese vereinfachen und straffrei stellen. Andere sind strikt dagegen. Darunter ist auch unser Gast Marc Biadatz. Der assistierte Selbstmord darf niemals die normale Form der Lebensbeendigung werden, insbesondere für alte und kranke Menschen. Der von Marc Biadatz unterstützte Gesetzentwurf sieht deshalb hohe Hürden vor. Sterbewillige müssen sich zum Beispiel zweimal im Abstand von 3 Monaten psychiatrisch untersuchen lassen. Dann soll es noch ein weiteres sogenanntes ergebnisoffenes Beratungsgespräch geben. Die Arbeit von Sterbehilfevereinen soll strafbar sein. Bei uns ist Dr. Norbert Schürmann, Leiter der Abteilung für Schmerz- und Palliativmedizin am St. Josef Krankenhaus in Moers. Und Palliativmediziner, wir haben das schon gesagt, die wollen ja eigentlich ein würdevolles, ein schmerzfreies Sterben ermöglichen. Hat Marc Biadatz in dieser Hinsicht recht, wenn er sagt, ärztliche Sterbehilfe darf niemals normal werden? Also, klares Nein. Ich kann ihn verstehen, dass er sagt, Palliativmedizin muss als erst geleistet werden. Das sehe ich genauso, weil die Palliativmedizin in Deutschland ist sehr gut. Wir haben eine sehr gute ambulante und stationäre Palliativversorgung hier in Deutschland. Und vielen Menschen kann damit auch geholfen werden, auch der Gedanke zum Suizid wieder heruntergefahren zu werden und Schmerzen zu nehmen und gut zu begleiten. Warum dann klares Nein? Warum? Natürlich ist das so eine Art Vorgeschichte, wenn man so will, so eine Art Vorbau, wo wir dann Patienten gut einstellen können. Aber das gelingt ja nicht immer, so wie auch bei der Patientin mit der Frau Kessel, die starke Schmerzen hatte und trotz Schmerztherapie immer eine schlechte Lebensqualität hatte und auch nicht würdevoll war. Ihr Tod war sehr würdevoll, ja, aber ihr Leben selber hat sie nicht mehr als würdevoll empfunden. Da wurde auch berichtet, dass die äußere Hülle immer offen ist und lustig, aber innen drinne doch sehr erstarrt ist. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die Möglichkeit haben, hier in Deutschland auch dann den assistierten Suizid durchzuführen. Man muss ja noch mal erklären, der assistierte Suizid, dann nimmt der Patient die Medikamente selber. Mhm. Es ist was anderes als bei Tötung auf Verlangen, wo ich was spritze und der Patient ist dann tot, wo die ein Handlung Weg, anders ist. Ein Weg, den das Bundesverfassungsgericht noch mal als Grundrecht ganz klar apostrophiert hat. Und absolut. Wo ich mich frage, Herr Biadatz, warum wollen Sie Menschen wie Frau Kessel diesen Weg versagen, der ihr Grundrecht ist erklärtermaßen, verfassungsrechtlich verbrieft? Es geht nicht darum, einen Weg zu versagen. Es gibt aber andere Wege aufzuzeigen. Und ich glaube, das hat auch die Aufgabe von Politik und Gesellschaft zu sagen, ja, in der letzten Konsequenz, und deswegen zeigt auch unser Gesetzentwurf, in der letzten Konsequenz ist der assistierte Suizid gegeben. Aber wir wollen eben zeigen, durch die Hürden oder durch die anderen Wege, die möglich sind, dass eben auch andere Möglichkeiten da sind. Warum denn Hürden bei einem Menschen, der so erklärtermaßen so sehr an seinem Leben leidet? Ich, so wie ich Frau Kessel kennengelernt habe, wenn Sie der gesagt hätten, ein Beratungstermin, 3 Monate warten, dann der nächste Beratungstermin, die hätte Ihnen was gehustet vermutlich. Warum soll ich 3 Monate weiter in dieser Situation verbringen? Warum? Ich glaube aber trotzdem, dass es wichtig ist, dass Menschen in so einer Situation, und Sie haben es vorhin selber gesagt, es ist eine Ausnahmesituation für alle, für die Angehörigen und aber auch für denjenigen, der diesem Schicksal ins Auge schaut. Auch diese Menschen sollten, glaube ich, auch die Möglichkeit haben, und deswegen finde ich diese 3 Monate richtig, um eben auch in dieser Zeit sich diese weitläufige Entscheidung, weil sie ist nicht mehr umkehrbar, und nochmal wirklich auch sich vor Augen zu halten und auch mit den Angehörigen zu diskutieren darüber. Und trotzdem sagt unser Gesetzentwurf auch, wenn es die Zeit nicht mehr erlaubt, weil die Krankheit schon so weit fortgeschritten ist, dass es dann auch nochmal eine Möglichkeit der Verkürzung geben soll. Aber mir ist nochmal wichtig zu sagen, und ich verstehe die Diskussion und ich habe auch das Schicksal und auch gerade eben, wie es Frau Kessel entschieden hat, das ist nicht zu hinterfragen, auch nicht von mir. Das tut der Gesetzentwurf, aber de facto tut er das. Er hinterfragt diese Entscheidung einer Frau, die sagt, ich möchte lieber gestern als heute diesen Dienst in Anspruch nehmen.
Ich möchte aber trotzdem sagen, es gibt eben aber auch in der Politik, und ich glaube, das ist wichtig, wir sollen ja gesellschaftliche Debatten führen. Und ich glaube, die wir heute ja führen, zeigt ja, dass wir uns es nicht einfach machen und es eben überfraktionell ist. Es ist nicht ein Entwurf einer Partei, sondern es haben sich viele Politiker zusammengetan, um eben genau zu versuchen, mit unterschiedlichen Anträgen auch die Debatte zu führen. Und die führen wir heute und ich habe meinen Standpunkt. Ich will auch dazu sagen, nicht jeder war bereit, heute hier aufzutreten aus Ihrer Abgeordnetengruppe. Allein dafür gebührt Ihnen Respekt. Ich will Frau Martino gerne mal einbinden, die für Dignitas hier ist, eine Sterbehilfeorganisation, der ich auch nicht unterstellen will, dass sie es sich leicht macht. Sie schauen sich die Sterbewilligen schon auch ganz genau an. Was halten Sie von diesen Hürden, dass man nichts überstürzen? 2 Beratungstermine, 3 Monate Abstand, Bedenkzeit, ein weiteres ergebnisoffenes Gespräch. Wie klingt das für Sie? Nach sehr viel Zwang, nach hohen Hürden, zum Beispiel für mobilitätseingeschränkte Leute, für allgemein versicherte Leute, die vielleicht nicht so einfach an einen Termin beim Psychiater gelangen können. Und die Gefahr, die davon ausgeht, ist, dass wenn sich die Betroffenen nicht vorstellen können, ans Ziel zu gelangen, dann nehmen sie diesen Weg gar nicht erst in Angriff und suchen andere Lösungen, sei es im Do-it-yourself-Suizidversuch oder halt eben mit dem Gang in die Schweiz. Es gibt ja Menschen, die sagen, die Situation aktuell seit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil ist vergleichsweise komfortabel, denn momentan ist gar nichts geregelt. Ist für die Sterbehilfevereine das eigentlich gerade eine vergleichsweise gute Zeit? Wollen Sie eine Regelung oder finden Sie es gut, wie es gerade ist? Also es ist ja nicht nichts geregelt. Das Bundesverfassungsgericht hat sehr klare Kriterien aufgestellt, unter welchen Suizidhilfe legal erfolgen kann. Und eigentlich ist es abschließend bestimmt, die Rahmenbedingungen. Was nicht bestimmt ist, ist, wer darf wann, wer soll die Freiverantwortlichkeit prüfen, wer darf unter welchen Umständen ein Medikament zur Selbsttötung verschreiben. Es ist einfach nicht festgelegt. Aber nach jeder Freitodbegleitung kommt die Polizei vor Ort und schaut, dass das alles mit rechten Dingen zu und her gegangen ist und ob eben diese Punkte, die das Bundesverfassungsgericht festgelegt hat, eingehalten wurden. Es ist ja ein bisschen kurios. Die Vereine bieten einen medikamentös eingeleiteten Suizid an. Die Ärzte, Herr Dr. Schürmann, die das gerade wollen, laufen vor Mauern. Denn es gab seit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil 158 sterbewillige Patienten in Deutschland, die gesagt haben, bitte gebt mir das Medikament. Und das zuständige Bundesamt, das BfArM, hat alle 158 Anträge abgelehnt. Das heißt, Ärzte können de facto gar nicht assistieren, selbst wenn sie es wollten. Wir sind in einem absoluten Vakuum. Wir haben zwar vom Bundesverfassungsgericht das Gesetz bzw. eigentlich die Freiheit, dass das jeder machen darf, ein Sterben in Würde, ein Leben in Würde, aber auch unsere Ärztekammer, die Bundesärztekammer und die Landesärztekammer, die sagen zwar ganz großzügig, wir haben das Sterbeverbot aufgehoben, aber was steht denn eigentlich dahinter? Die haben trotzdem noch gesagt, in Ausnahmefällen dürft ihr das in Ausnahmefällen mal machen. Das ist für einen Palliativmediziner, der jeden Tag mit dem Tod zu tun hat und jeden Tag solche Patienten hat, der darf nicht geschäftsmäßig arbeiten. Das heißt, er darf es nicht wiederholen. Das heißt, ich werde zwar nicht vom Gesetz wahrscheinlich nicht bestraft, aber ich bekomme dann ein Berufsverbot, was mir dann auch nicht weiterhilft. Aber wo also, steht das? Die Ärztekammer, jede einzelne Ärztekammer ist, es ist nicht die Bundesärztekammer dafür verantwortlich, sondern jede einzelne Landesärztekammer schreibt dazu zu ihre Paragraphen und Verordnungen. Und in Nordrhein-Westfalen ist es so, wie in anderen Ärztekammern auch, dass immer noch da steht, nur in Ausnahmefällen. Das heißt, uns Ärzten sind die Hände gebunden, es gibt keine Medikamente, die zugelassen sind. Ja? Von daher, wenn ein Kollege das macht, dann ist er immer mit dem einen Bein straffällig, was auch die Kammer betrifft. Und unter anderem, das macht es so schwierig, Ärzte zu finden in Deutschland, absolut, die einen erwünschten Suizid begleiten. Jetzt weiß ich, dass die Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin, der Sie angehören, eine Umfrage gemacht hat unter Ärzten und gefragt hat, wollt ihr eigentlich? Wärt ihr denn bereit? Ja. Was wollen denn eure Patienten? Ja. Was ist rausgekommen bei dieser Umfrage? Wir haben auch die Umfrage gemacht, weil immer wieder gesagt worden ist, wir Ärzte, wir wollen das nicht. Und also die Kammern haben das gesagt und die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin hat gesagt, wir brauchen das nicht. In der Umfrage ist rausgekommen, dass 82% der Ärzte
einen assistierten Suizid unterstützen würden bei palliativmedizinischen Erkrankungen. Das wurde abgestuft. Es wurde dann auch bei chronischen Erkrankungen, wenn Patienten langjährig starke Schmerzen haben, da würden auch 60% der ärztlichen Kollegen und Kolleginnen dran teilnehmen. Und sogar bei psychiatrischen Erkrankungen in Ausnahmesituationen bis zu 50%. Ich habe jetzt extra nur kranke Menschen damit argumentiert, weil eigentlich Gesunde gehören nicht zu unseren Klientel. Das kann auch nicht Aufgabe der Ärzte sein, dafür gesunde Patienten, für gesunde Menschen, da den Suizid mit herbeizuführen. Deswegen fand ich auch den Vorschlag von Henning Plaar und von Frau Künast sehr gut. Frau Künast hat das noch mal stufenweise noch mal abgebildet, dass niedrige Schwellen da sind für Palliativpatienten, höhere für chronisch Kranke, für chronische, für akute, die nehme ich mal jetzt mal ganz aus, die müssen erstmal behandelt werden, und dass dann Suizidale oder auch Gesunde das können, aber mit einer sehr hohen Stufe. Das halte ich für ein sehr gutes Modell. Das ist ja nun kurios. Der Bedarf ist offenbar da, das Bedürfnis von Menschen, dass sie diese Option wenigstens haben. Die Bereitschaft bei Ärzten und Ärztinnen ist ganz offensichtlich da. Aber die Ärztekammern bauen Hürden. Ja. Das Gesetz baut vernünftigerweise auch sicherlich Hürden. Und Sie, Herr Biadatz, wollen mit Ihrem Gesetzentwurf ganz, ganz hohe Hürden. Sie wollen eigentlich, dass die Sterbehilfe, seien wir ehrlich, die Ausnahme ist. Genau. Sie ist zwar irgendwie erlaubt, aber Sie bauen sehr hohe Hürden. Und was Dignitas macht, wollen Sie schon mal weiterhin mit Gefängnisstrafe bewähren. Sogar die Werbung für die Sterbehilfevereine soll mit Gefängnisstrafe bedroht sein. Ich habe mich gefragt, wovor haben Sie Angst? Es geht nicht um meine Angst, sondern... Was befürchten Sie? Dann sage ich so. Genau. Ich möchte nicht, dass ein Mensch, der in einer Lage ist, in der er vielleicht sich nicht selber helfen kann oder auch den Druck spürt, er ist ja vielleicht zu alt, das Reihenhäusle soll noch für die Erben da sein. Das sind ja alles auch keine negativen Dinge erstmal, und diese Menschen sollten wir eben nicht den Druck machen. Naja, es ist ja jetzt zur Norm geworden. Der assistierte Suizid ist da. Er hat keinerlei oder nur sehr wenig Hürden. Und deswegen glaube ich, ist es schon auch wichtig, in dieser Debatte zu überlegen, ob wir diese Norm nicht nachher vielleicht auch das selbstbestimmte Leben und der selbstbestimmte Suizid sollten schon miteinander gelebt und auch gesprochen werden. Und deswegen glaube ich, ist unser Gesetzentwurf, ja, er ist sicherlich einer der weitestgehenden, weil er doch viele Hürden hat, so wie Sie sagen, Herr Laschka. Er zeigt aber auch, dass wir eben das Leben und auch die Suizidprävention in den Mittelpunkt stellen wollen. Herr Bier, das, was Sie gerade nicht gesehen haben, Herr Kessel hinter Ihnen hat mit dem Kopf geschüttelt. Und ich will Ihnen die Gelegenheit geben, Ihrem Kopfschütteln auch verbal Ausdruck zu verleihen, wenn Sie es wollen. Vielleicht eine ganz kurze Anmerkung dazu. So wie ich das, den Pressetext des Bundesverfassungsgerichts gelesen habe, und der ist wirklich lesbar, es sind 8 Seiten, auch für Juristen durchaus verständlich, wird dort ja die Freiheit des Einzelnen ganz hoch angesiedelt. Ich persönlich mit meiner Frau habe die Erfahrung gesammelt, dass im Krankenhaus von dieser Freiheit des Einzelnen relativ wenig zu spüren ist. Da spüre ich den Druck, der auch ausgeübt wird, hervorgerufen durch ein System. Ich unterstelle, und meine Frau hat dann im Anschluss an ihren Krankenhausaufenthalt auch noch einen ausführlichen Brief geschrieben, persönlich, ja, an den behandelnden Chefarzt, an die Klinikdirektorin, hat gesagt, Sie machen Ihren Job. Das ist Ihr Berufsethos. Sie müssen so handeln. Sie fragen aber nicht. Sie fragen zu keinem Zeitpunkt, Patient, was willst du eigentlich? Das verstehe ich unter Entscheiden, das verstehe ich unter Freiheit. Und das ist in meinen Augen der Grundtenor auch dieses Verfassungsgerichtsurteils. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mir wünschen und hoffen und inständig darum bitten, dass Sie im Bundestag, ja, als gewählte Vertreter von uns allen, der Bevölkerung, das wirklich auch ernst nehmen und da wirklich ansetzen und sagen, das soll im Fokus unserer Entscheidungen stehen.
Ich würde Sie bitten, das mal ohne Gegenrede für einen Moment hinzunehmen, genau, weil wir noch eine kleine Atempause uns nehmen und dann gleich noch mal zurück sind und Gelegenheit haben, auch darauf zu reagieren. Aber die Frage des Drucks, wer übt hier in der Situation auf wen eigentlich Druck aus, die finde ich, ist die entscheidende. Da können wir gleich noch mal drauf zurückkommen. Auch unsere Zuschauerinnen und Zuschauer debattieren zu Hause mit, wie ich weiß. Und wir können gleich noch ein paar Ihrer Meinungen hier auch in der Sendung hören, hoffe ich. Sie können aber auch jetzt noch an unserer Umfrage teilnehmen. Sie sehen den QR-Code bei uns im Bild eingeblendet, mit der Handykamera scannen. Dann kommen Sie sofort zur Umfrage zum Thema, sollte die Beihilfe zur Selbsttötung erlaubt sein? Und wenn ja, für wen? Ihr Votum gibt es gleich, denn dann sind wir noch einmal zurück mit dieser Runde. Sollte die Beihilfe zur Selbsttötung erlaubt sein, der assistierte Suizid? Das ist eine Frage in dieser Stern-TV-Sendung zur Sterbehilfe, die wir an Sie zu Hause weitergereicht haben. Und für diese Uhrzeit, für uns auch unfassbare 27.362 Menschen haben sich beteiligt von zu Hause aus. Die Ergebnisse sind natürlich nicht repräsentativ, aber sie sind spannend. Denn sie sagen nur zu 1%, nein, die Beihilfe zur Selbsttötung sollte nicht erlaubt sein. Und das Ja gliedert sich dann folgendermaßen auf. Ja, sie sollte erlaubt sein, aber nur für Menschen mit lebensverkürzenden Erkrankungen, sagen 29%. Ja, und zusätzlich für Menschen mit schwerer chronischer Erkrankung, 57% sind Befürworter dieses Gedankens. Und ganz radikal, ja, generell für jeden, auch gesunde Menschen jeglichen Alters sollten diese Option wahrnehmen können. Auch da sagen noch 12%, wir würden das so unterschreiben. Das ist ein ziemlich eindeutiges Stimmungsbild, Herr Biadatz. Und trotzdem will ich das nicht vom Tisch wischen, dass Sie sagen, Sie mit Ihrem vergleichsweise strengen Gesetzentwurf im Bundestag wollen sozusagen den Dammbruch vermeiden. Sie wollen, dass es nicht so etwas gibt wie einen Erwartungsdruck, genau, auf schwerkranke Menschen, auf alte Menschen. Dass es irgendwann heißt, Opi, hast du schon mal überlegt, ob es, genau, nicht besser wäre, jetzt abzutreten. Ja. Auf der anderen Seite haben wir aber auch gehört, sterbewillige Menschen erleben auch einen Druck, dass da Hürden aufgebaut sind, Erschwernisse aufgebaut sind. Welcher Druck ist am Ende der relevantere, der greifbare, der wahrscheinlichere? Was glauben Sie? Ich glaube, dass der Druck entscheidend sein wird, wo nachher letztendlich auch die Menschlichkeit liegt. Und das ist, glaube ich, in den Gesetzentwürfen, übrigens in allen drei, die wir jetzt gerade im Bundestag diskutieren und auch strittig, genauso wie heute in Ihrer Sendung. Jetzt bin ich auch sehr dankbar, dass wir heute auch in aller Öffentlichkeit darüber sprechen. Und ich glaube, letztendlich werden wir einen Gesetzentwurf verabschieden, der eine Mehrheit haben wird. Und wer die Mehrheit hat, keine seherische Fähigkeit. Und wer die Mehrheit haben wird, das weiß ich auch zum dem heutigen Zeitpunkt nicht. Man sagt, die anderen beiden Gesetzentwürfe werden wahrscheinlich demnächst fusioniert, sodass dann tatsächlich die Frage ist, ob sie mit ihrer Idee durchkommen werden. Was sagt Ihr Gefühl? Es geht da nicht um mein Gefühl. Ich werde um unseren und für den Gesetzentwurf auch werben, weil ich glaube trotzdem, dass das Leben weiterhin im Mittelpunkt stehen sollte und der assistierte Suizid eben nicht die Norm sein sollte. Wir Fernsehmenschen gestatten uns manchmal den naiven Gedanken, dass vielleicht solche Sendungen einen noch weiterbringen. Ich würde Sie gerne der Reihe nach fragen, nehmen Sie eine neue Idee, eine neue Erkenntnis mit aus dem heutigen Abend, Dr. Schürmann? Eine neue Erkenntnis nicht, aber das Rad muss ja gar nicht neu erfunden werden. Wir können von den Amerikanern lernen, von Oregon. Da gibt es seit 1997 ein Gesetz zu sterben in Würde. Und die Amerikaner, in dem Fall in Oregon und in Washington, da ist das Gesetz aktiv. Da können die Patienten, Palliativpatienten, können dann, wenn sie nicht mehr leben möchten, können sie vom Arzt Medikament verschrieben bekommen, was sie einnehmen und das Erstaunliche ist, dass 25% der Patienten das gar nicht nehmen. Die haben es nur am Nachttisch liegen, aber haben die Autonomie. Das ist ja ganz wichtig dabei, dass der Patient selber entscheiden kann, jetzt ist mein Zeitpunkt gekommen, so wie Herr Kessels auch das mit seiner Frau gezeigt hat. Es geht um die Freiheit, eine Option auch nicht zu nutzen. Ganz genau. Es war auch im Bundestag ein Ausschuss, ein Herr Schulz, der gesagt hat, er ist selber schwer krank. Er würde Freiheit gewinnen. Er würde Freiheit und Autonomie gewinnen, weil er selber den Zeitpunkt bestimmen kann, wann er möchte und nicht mehr zu dem Beratungsgespräch. Uns rennt die Zeit weg, wenn das geht, in aller Kürze, Frau Martin. Nehmen Sie einen neuen Gedanken mit aus dem heutigen Abend? Nein, einen neuen Gedanken nicht. Ich habe Argumente gehört, die mir bekannt waren. Ich sehe, dass es für Ärzte angenehmer wäre, eine Regelung zu haben, weil sie dann Rechtssicherheit erhalten. Ich sehe aber auch die Hürden, die damit geschaffen werden, die einfach einen Teil der Menschen wieder ausschließen. Und Herr Biadatz,
das ist die spannendste Frage. Nehmen Sie einen neuen Gedanken mit? Na klar, wir müssen entscheiden. Der Deutsche Bundestag muss eine Entscheidung herbeiführen. Und ich glaube, dass mir der heutige Abend auf jeden Fall nicht eine gegenteilige Meinung mitgegeben hat, sondern er hat mir mitgegeben, dass man darüber nachdenken muss. Und ich glaube trotzdem, dass es auch gut ist, über diesen Punkt auch zu streiten in einer Demokratie. Und deswegen, das werde ich nächste Woche mit dem Deutschen Bundestag nehmen. Und das ist auch das Verdienst vielleicht der Menschen, die uns heute ihre persönlichen Geschichten erzählt haben. Herr Röhrig, Herr Kessel, vielen Dank, dass Sie heute hier waren. Wir denken auch noch einmal an Ihre Frau, Herr Kessel, und Ihre Tochter, Herr Röhrig.